Der Passus zur Sicherstellung von Handydaten findet sich im 15-seitigen Gesetzesentwurf, ausgearbeitet im grün geführten Justizministerium. Es ist vor allem jene Passage, die Experten Sorge bereitet. Die ausschließlich für die forensische Aufbereitung von Datenträgern und Daten zuständige Organisationseinheit der Kriminalpolizei hat eine Originalsicherung herzustellen, eine Arbeitskopie zu erstellen und anhand dieser die Aufbereitung von Daten durchzuführen. Im Klartext heißt das laut Kritikern, allein die Kriminalpolizei darf künftig Handydaten sicherstellen, aufbereiten und auswerten. Die Staatsanwaltschaft darf dann nur noch Suchwörter formulieren und bekommt die Ergebnisse quasi zugestellt. Nur in glamourösen, also Promi-Fällen, steht der Staatsanwaltschaft auch die Möglichkeit zu, selbst eine Auswertung zu beantragen. Mit anderen Worten, die Staatsanwaltschaft, Herrin des Verfahrens, ist künftig nur noch Beifahrerin. Die Standesvertretung hat nicht nur verfassungsrechtliche Bedenken. Gesetzlich ist vorgesehen, dass wir die Anordnungen erteilen und die Kriminalpolizei diese durchführt. Das Gesetz sieht auch vor, dass die Staatsanwaltschaft sich an allen Ermittlungen beteiligen kann und auch konkrete Aufträge eben an die Kriminalpolizei erteilen kann. Und hier sehen wir eben diesen Widerspruch. Der von Grünen und ÖVP ausverhandelte Entwurf hinterlässt auch bei der Opposition einen bitteren Beigeschmack. Wir wissen aus den U-Ausschüssen, dass auf die Polizeieinheiten bei den Ermittlungen zu politisch brisanten Korruptionsverfahren kein Verlass ist. Und nun soll gerade durch diese Bestimmung die unabhängige Justiz in dem Bereich lahmgelegt werden. Tatsächlich haben sich die dem Innenministerium unterstehenden SOKOs nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Auf dem Handy von Thomas Schmidt etwa wollen sie nichts gefunden haben, während die IT-Techniker der Korruptionsstaatsanwaltschaft umfangreiches Material auf dessen Backup-Server sichergestellt haben, welche die Ermittlungen gegen Sebastian Kurz losgetreten haben. Im U-Ausschuss erzählte ein Staatsanwalt, die SOKO habe Unterlagen so schlecht eingescannt, dass ganze Passagen unlesbar gewesen wären. Etwa Kalendereinträge von Kanzler Sebastian Kurz. Für alle Vorwürfe hat die Kriminalpolizei eine Gegenbegründung. Die Liste ließe sich fortsetzen. Und so sieht die Opposition vor allem eine Entmachtung der WKStA, die ja ihre eigenen Datenforensiker hat. Es scheint hier die Intention zu sein, durch diese Bestimmung die Justiz gerade bei Ermittlungen zur Korruption, ist das sehr heikel, entmachten zu wollen. Jede parteipolitische Intervention weist der ÖVP-Generalsekretär zurück. Man habe das Gesetz nach dem Urteil des VfGH nun ordentlich repariert. Also soweit ich informiert bin, ist diese besondere Involvierung in Ermittlungshandlungen, vor allem bei der WKStA der Fall, bei allen anderen Staatsanwaltschaften funktioniert es in etwa so, wie es jetzt auch gesetzlich vorgesehen ist. Zum nun vorliegenden Entwurf teilt das Justizministerium schriftlich mit. Falls die Begutachtung zeigt, dass dennoch eine weitere Präzisierung sinnvoll ist, schauen wir uns das selbstverständlich an. Uns ist es einfach wichtig zu betonen, dass hier 99% der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren betroffen sind. Und für all diese Verfahren muss es eine praktikable Lösung geben. Und für all diese Verfahren muss es eben vorgesehen sein, dass wir hier weiterhin die Kontrolle haben. Die Zeit drängt. Ende Juni endet die Begutachtungsfrist. Am 1.1. des kommenden Jahres tritt das Gesetz in Kraft.